Hallo, guten Tag. Lass es geschehen und herzlich willkommen. Es gibt PlayStation 1 Games für die PlayStation 5. Und das Geile ist, man kann hier so ein paar Einstellungen machen für modernere Grafik, Retro, Klassik oder Standard. Dann kann man die Anzeige, native Auflösung, breiter Zoom. Und so machen. Und wir gucken uns einfach mal an, wie das aussieht. Das ist die native Auflösung. Also richtig klein. Und wer kennt das denn? Wer kennt das denn nicht? Diesen alten, wunderschönen Sound. Wir werden aber die Anzeige mal auf breiten Zoom gestreckt machen, damit wir hier auch ein bisschen was sehen. Und dann spielen wir diesen zeitlosen Klassiker Resident Evil mal ein bisschen auf der PS5. Ich glaube, Select gedrückt halten, da ist dieser Trick gekommen, ne? War das nicht so? Irgendwelche Knöpfe musste man gedrückt halten, damit man Standardtraining fortgeschritten. Resident Evil. Und das war damals, oh Gottes Willen, damals war das einfach der Shit. Und ist ja heute noch der Shit. Ich meine, come on. Wir spielen hier PS1 Games auf der PS5. Wie geil ist das bitte? Für zeitlose Klassiker habe ich immer ein Herz. Ja, wir sind im Forest und da gibt es da ein böses Haus, das wollen wir untersuchen. Dann fliegt der Heli weg und lässt uns alleine. Und dann landen wir in diesem Herrenhaus. Okay. Doch. Junge, als ich damals ein Kind What war. is this? Wow. Wow, what a What a match. mansion. This mansion is gigantic. Captain Wesker, where's Chris? Captain Wesker, where's Chris? Boom. Jetzt schießt jemand. Stop it. Don't Don't open open that that door. door. But Chris But Chris is. is. Und jetzt boom. What is What it? is it? Maybe it's Maybe it's Chris. Chris. Gottes Willen, ich kann das noch Now, auswendig. Jill, Can you can you go? go? I I'm go going with with you. her. Chris is our old Partner, partner, you you know. know? Okay, Let let me me handle handle this. this. Let me handle this. Oh, Junge. Stay Stay alert. alert. Stay alert. So habe ich Englisch gelernt, tatsächlich. Resident Evil war das erste Game plus den Untertiteln, wo ich tatsächlich Englisch gelernt habe. Of course, ein bisschen noch in der Schule, aber Resident Evil war so das erste, das mir Englisch näher Dining gebracht room. hat. Und jetzt gehen wir da vorne hin, dann ist da diese Blutleiche. Das ist, oh Gott, ist das geil. Junge, Leute. Ach Gott, ist das geil. What is What? it? What is What it? is this? What is it? It's Blood. blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's Hope this blood. is not Chris's blood. Also das ist geil, so dieser geile Retro-Shit einfach. Oh, Junge. Geil, diese Türdinger haben sie sogar mit eingebaut. Das kann man nicht überspringen. Doch, kann man, oder? So, jetzt kommt der geilste Moment. Damals gruseligste Szene. Jetzt läuft das Blut links unten. Und dann dreht er sich um. Das war Horror pur. Na, da wir aber rückwärts laufen, sind wir richtig cool. Leute, geil. Barry? Jetzt kommt der Zombie. What is it? What is it? Watch out! Let It's a me handle monster! this. Let me take care of Oh, this. let me take care of this. Bam. Jetzt platzt der Kopf. Das war damals geil, einfach. What is it? What is it? Kenneth was killed too. Maybe Maybe by by this this creature. creature. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker.
Let's report this to Wesker. Oh, ist das. Leute, das ist einfach so geil, ne? Das muss ich Wesker berichten. Da gibt es nämlich noch. Also, die Leiche hat noch Magazine. Und Wesker ist jetzt weg. Der ist jetzt verschwunden, der Bree. Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Ja, jetzt dürfen wir hier nicht die Halle verlassen. Easy Trick, einfach hier rein. Umdrehen und wieder raus. Could find anything? Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. I tried the door on the opposite side. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Das Geilste ist, I'm the master of fucking unlocking, aber ich hab nicht mal einen Dietrich dabei. Can you imagine? Listen. Listen. If something happens, let's meet up in this hall. This time I'll be there. Es ist halt, keine Ahnung, ne? Es ist halt einfach. Leute, das war damals pixelig as fuck, aber für die damaligen Verhältnisse, jetzt kann man das mal sehen. Es gibt ja Kids, die sind etwas jünger, die gucken sich das an. Ne? Und das ist halt für die Neuland. Ich finde das so geil, dass man die alten Schinken wieder spielen kann. Ich habe mir auch direkt Resident Evil Director's Cut gekauft. Und Siphon Filter habe ich noch. Siphon Filter können wir auch nochmal spielen und uns angucken. Auch ein altes Game. Das Geilste, was ich in Erinnerung habe, Leute mit einem Taser so lange tasern, bis sie anfangen zu brennen. Das war so der Shit schlechthin. Leute tasern, bis sie anfangen zu brennen, ey. Das ist Kenneth vom Bravo Team. So, er hat aber Munition hier. Ich glaube einmal oder zweimal, ich weiß es gar nicht. Ich glaube zweimal, ja. Und dann die Musik immer dazu. Und die schönste Musik ist immer, wenn man in einem Safe Room war. Das war das Coolste, aber der Sound allgemein ist halt sehr, sehr geil gewesen für damalige Zeiten. Mega einfach. Und dann gehen wir rüber. Können es auch von... Also es ist halt einfach die Oldschool-Steuerung von damals. Das hätten sie vielleicht auf moderne Steuerung ein bisschen anpassen können, aber ich weiß nicht, was man da bei Resident Evil irgendwie anders machen können oder hätte können. Steuerkreuz nach vorne gedrückt halten, Viereck laufen. So, das ist halt... Ja. Da kann man halt nicht viel ändern. Aber ich würde halt gerne mal Leute sehen, die solche Games wie das jetzt mal spielen. So die... Also ich habe mit meinem Sohn das mal ein bisschen gespielt, Tekken 2, das gibt's ja auch. Und das ist halt für ihn, ja, er hat halt gesagt, das ist halt krass, wie sich die Grafik und so verändert hat, weil wir spielen ja Tekken 7 zusammen. Oh, ist halt ein ganz anderer Schnack, ne? Aber so sieht mein Sohn halt einfach mal, wie das aussieht. Einfach wie Resident Evil damals für uns aussah. Und für uns war das damals echt der Shit schlechthin, weil Grafik war damals halt nicht so krass. Und dann kam sowas raus. Das war schon sick. I know you, doggy dog. Ich weiß gar nicht. Hier war, glaube ich, gar nichts. Ne, das war bei dem anderen. Hier kommt aber noch ein Doggy. Das ist geil, das mit dem Blut auch immer, ne? Thank you.
Das war damals einfach. Das war auch so ein Schockmoment für uns Kids. Holy fuck, haben wir uns da erschrocken. Das Ding ist, es ist halt, was halt auch krass ist, es ist halt schon so, so viele Jahre her. Und trotzdem kenne ich noch immer die ganzen Dinger, die passieren und wo Gegner kommen und was es nicht alles gibt. Das ist so krass, wie man das einfach kennt. So, das ist halt jetzt, das ist halt so ein bisschen modernere Grafik. Jetzt können wir das mal ändern, nämlich. Wie sieht das aus? Ah ja, by the way, zurückspulen gibt's auch. Wir können also den Weg zurückgehen. Ne? Falls wir sterben, kann man hier einfach easy zurückspulen. Oder vielleicht eine Szene nochmal spielen oder so, wie man halt Bock hat. Wir machen mal Grafik, nicht modern, sondern Standard. So sah das damals wirklich aus. Ist halt, ich weiß halt nicht, ob da wirklich ein bisschen viel Unterschied ist. Also ich sehe da nichts. Und Retro-Klassik. Also so habe ich es nicht in Erinnerung. Retro-Klassik. Ja, das sind halt so die Sachen, die man einstellen kann. Modern, aber... Ja, modern ist schon so ein bisschen gedrehte Grab, also ein bisschen ist das schon verändert. Hier vorne kriegt man die Pumpgun. Hier. Da kann man sich von Barry helfen lassen zum Beispiel. Kommt, die Pumpgun holen wir nochmal. Dann sehen wir nochmal die Szene mit Barry. Und dann werden wir noch einem Zombie den Schädel wegschießen mit einer Schrotflinte. Und dann ist das Video vorbei. Weil hier kann man auch, man kann hinten in dem Zimmer rechts, dafür braucht man aber erst einen Schlüssel, das ist ein bisschen später, kann man mit einer defekten Schrotflinte hin, dann löst man das nicht aus. Aber ich habe die Pumpgun, was grafisch angeht, tatsächlich etwas anders in Erinnerung, als so kantig. Maybe irre ich mich da. Maybe. So, jetzt geht die Decke runter. Und wir sind halt eingesperrt. Und müssen halt jetzt auf Barry warten. Wir können natürlich auch zurück in den Raum. Aber wollen wir nicht. Hier kriegt sie jetzt auch so einen kleinen Crack-Voice. Jill? Jill? Is that you, Jill? What happened? Barry? Quickly! Please! The door won't open! Quickly! Quick! Stay away from the door, Jill. I'm gonna kick this door down. Das ist halt immer noch drinne. This way! Quickly! Jetzt sagt sie, but Barry, didn't you say going back to the dining room and disappear? Why on earth are you here? That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. But Barry, didn't you say going back to the... Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? Shall we? Und das soll so... Thank you, Barry. Das soll so Barry... Das soll so Barry suspicious machen, you know? So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt kommt hier nämlich gleich ein Zombie. Dann können wir dem noch die Rübe wegballern. Und dann war's das mit dem Test. Sieht halt cool aus, auf der PS5 die PS1-Games zu spielen. Ich hoffe, die bringen noch Resident Evil 2 raus und Tekken 3 und Tekken Tag Tournament. Oh ja. Das war damals der Shit. Wie das Blut aus mir rausspritzt. Ah, ist das geil. Oh, Junge. So, damit entlasse ich euch, meine lieben Freunde. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Retro-Game wieder. Tschüss, bis dann.